Hallo Freunde, wir sind bei einem neuen Legacy-Match und zwar Goblins gegen Lands. Wir sehen so schon, da wurde ein Sticker-Deck ausgewählt. Das heißt, wir spielen, wir haben auf jeden Fall einen Sticker-Goblin im Deck. Das ist ja der neue Ultra-Tech in Goblins. Lands startet mit einem Mox und einem Loam. Session Stage gespielt und eine Karakas discarded und wieder auf die Hand geloamt. Okay. Ganz okay ist der Start. Okay, und Turn 1, Chalice of the Void auf 1 von Goblins mit einer City of Traitors. Interessant, da fehlen noch die Würfel, glaube ich, oben auf der Chalice. Da wird geloamt. Da war jetzt kein Highlight dabei, muss man sagen. Ist nicht so die Hits. Dann wird nur die Karatas gespielt und go. Aber wir sehen, Alex spielt Swords to Blanche im Main Deck. Damit ist die Chalice of 1 nicht das Schlechteste, muss man sagen. Okay, da kommt ein Cavern of Souls und der Sticker Goblin, aber dann müsste die City of Traitors trotzdem gehen. Okay, da kommt eine, was ist das, eine Matrone, glaube ich, oder? Und ein. Und auf jeden Fall ein Bombardier. Okay, das ist der Haste gibt, sonst hätte der Bombardier, sonst hätte der Sticker Goblin nicht angreifen können. Krasser Attack, ja. Okay, jetzt haben wir auch endlich gemerkt, dass die City of Traders weg ist. Okay, da wird nochmal geloamt. Drei Hits. Das ist ein Blast Zone, Boseichu und eine Ursa Saga. Ist halt die Frage, ob das reicht, gell? Wird auf jeden Fall geloamt, glaube ich. Okay, so zurückgeloamt. Ich glaube, ich meine, der Warchief ist noch auf dem Board. Es wird jetzt, selbst wenn nichts mehr kommt, kann der Sticker Goblin für 3 geschossen, also 5 geschossen werden. Oder der Warchief kann für 5 geschossen werden. Und zwar nach dem Damage, das heißt 2, 4, 6 plus 5. Okay, enge Kiste auf jeden Fall. Landdrop ist auf jeden Fall die Saga. Okay, Attacks. Sind wieder 6. Bin ich gespannt, ob was geschossen wird. Ja, da kommt noch eine City of Traitors. Dann wird die City of Traitors wieder zurückgenommen. Okay, dann muss ich wohl im Mana vertan. Interessant. Okay, jetzt ist die Frage, was Lands hier machen kann. Da sehe ich, glaube ich, eine Exploration auf der Hand. In der kann man durch die Chalice durch nichts anfangen. Das ist ein Draw. Das ist noch eine Exploration. Dann geht die Saga auf 2. Okay, dann kommt das Boseichu auf die Chalice. Kann ein Land rausgesucht werden. Und dann? Ich glaube, das sieht trotzdem sehr schlecht aus für Lance in diesem Zug. Da kommt dann die Blast Zone. Man kann jetzt quasi ein Saga-Token machen. Muss hoffen, dass nichts mehr auf der Hand vom Goblin-Spieler ist. Dann kriegt man 2, 4, kann einen blocken. Da kriegt man nochmal 5 zusätzliches schon Lethal on Board. Also. Okay, da kommt eine Lantern. Die macht jetzt auch nicht so richtig viel.
Ja, ich glaube, das ist Spiel 1 an die Goblins, ja. Da wurde der Goblin-Bombardier gelesen, ja, der ist tatsächlich unfair. Das ist schon so. Broadside-Bombardier heißen sie ja richtig. Ja. Auch wichtig, dass es so. Dass man einfach immer wieder so Commander-Produkte kriegt. Ich meine, da liegt ein Sticker und ein Commander-Produkt. Schon ein bisschen merkwürdig. Okay, da wird nochmal ein Bombardier rausgesucht. Mit einer Matrone wahrscheinlich. Ich kann das schlecht erkennen, aber ich bin auch nicht so der Goblin-Mann. Ja, okay, es liegen mehr als genug Goblins. Jetzt bin ich gespannt. Ah, nein, noch ein Swords to Plowshares. Ja. Das ist jetzt Pech. Das ist tatsächlich Pech. Der zweite Bombardier, der ist natürlich jetzt der Genickbruch, muss man sagen. Schade, sonst die Swords habe ich nicht gesehen, sonst wäre es echt noch was geworden, vielleicht. Aber dann doch wieder extrem schneller Start von den Goblins. Okay, Spiel 1 geht an Gobelar. Dann schauen wir mal, ob sich Lance in Spiel 2 und dann vielleicht Spiel 3 erholen kann. Das sind die drei Sticker, die ausgesucht wurden. Ich glaube, diesmal ist nur ein Fünfer dabei. Kein Sechser. War relativ schnell allerdings. Da sehe ich schon wieder ein Swords to Plowshares. Da ist ein Muxus in der Hand, aber kein Mana. Also Goblins muss nochmal mulligan. Okay, Ancient Tomb, Turn 1 von Lance. Oh, okay, und ist 4. Turn 1 von den Goblins, dann nur ein Mountain. Dann kommt die Saga, Turn 2 von Lance. Die Sphere of Resistance ist natürlich schon ein Problem. Okay, City of Traders. Relativ unspektakulärer Start von Goblins. Das ist, glaube ich, eine Taiga, oder ist das ein Scrubland? Ne, das müsste eine Taiga sein. Okay. Goblins tappt 2 Mana, spielt nochmal eine City of Traitors. Okay, jetzt sind 5 Floating. Plus das Sphere of Resistance im Spiel. Okay, dann wird gebrained. Klar, also ich denke immer, es sollte ja vorher klar sein, wenn man schon Mana tappt und eine City wegopfert, dann sollte doch das Play klar sein, oder? Ich meine, sonst sollte man sich ja vorher überlegen. Also man hat dann die Sphere nicht gedacht, das kann ja passieren. Ich meine. Okay, Sticker Goblin. Trigger auf den Stack. Das heißt, es ist noch ein Mana Floating, ein Colorless. Sticker werden attached. Ich glaube, der Umbrella oben gibt es nicht mit 6, oder? Okay, Magus of the Moon. Da wird drauf reagiert, verstehe. Wahrscheinlich ein Vases. Ein Colorless in die Hand genommen. Okay, die Saga stirbt. Und kein Token gemacht. Okay, damit man für Swords zahlen kann. Aber hätte man auch den Sticker Goblin eigentlich abrüsten können. Nee, das ist ein Mana zu wenig. Genau. Richtig. Das ist 4. Freunde. Genau. Okay. Nur ein Sticker Goblin auf dem Board. Crop Rotation, der Draw. Noch eine Saga in der Hand.
Weiß nicht, wie gut die Sagen sind in diesem Match, aber ich glaube aber, diese Sorts to Blanche am Ende, die machen schon Arbeit. Achso, genau, was ich vorher erklären wollte, wenn er auf den Trigger von dem Sticker Goblin, den Goblin removed, dann der macht nur Mana, wenn die Sticker auch auf das Permanent geklebt werden, sozusagen. Das heißt, dann wäre es einfach, wäre es gefisselt, ja, hätte man keinen Mana bekommen. Kommt wieder ein Goblin Bombardier und hat dann die City of Traders wieder gekostet. Plowshares. Ja, das hätte man vielleicht Form Attack machen können. Genau. Weil die säcken sich dann einfach. Nicht das optimalste Sequencing, aber. Ist eine neue Karte, ich meine, muss man üben. Okay, Saga geht wieder auf 2. Yavi Maya. Yavi Maya, guter Landdrop, weil die City of. Das Ancientum meine ich, nicht die City of Traders. Das Ancientum dann tatsächlich nicht so viel Schaden macht, wenn man schon auf 9 ist. Ah, okay, jetzt haben die Sticker Goblins allein keinen Attack mehr, ja. Okay, kein Block. Spricht dafür, dass man irgendwie ein Shadow Spear oder sowas noch dann jetzt raussuchen will und attacken und nicht traden. Lifelink dann doch recht gut an so großen Kreaturen gegen die Goblins. So, da ein Token gebaut. Nochmal eine Crop Rotation gezogen. Könnte man jetzt einen coolen Trick machen eigentlich. Token basteln. Okay, man nimmt 2 Schaden. Token basteln. Dann mit dem Search Trigger auf dem Stack Crop rotaten. So hätte man dann nochmal ein Mana mehr in Play. Und man hat noch einen Land Drop. Bin ich gespannt. Da sehe ich noch eine Karakas. Okay, es wird Crop rotated. Ja, wir haben für 2 Mana. Wir haben immer noch die Sphere in Play. Das heißt, für ein Land und den Landdrop kann man dann vielleicht zum Beispiel ein Shadow Spear equippen und dann mit einem 4-5-5 Lifelink angreifen. Maze of If, okay. Auch eine gute Wahl. Dann kann aber nichts mehr equipped werden. Oh, okay. Kraftiges Cage. Kraftiges Cage ist auch interessant. Stoppt so Sachen wie Muxus. Richtig? Sollte. In Graveyards and Libraries. Players can't cast spells from Graveyards or Libraries. Ein Muxus macht es ja. Genau. Nicht von der Hand. Das ist genau mein Matchup. Ich kümmere mich mit Goblins. Ich verliere immer nur dagegen. Okay. Keine Attacks. Goblin Bombardiers. Ich meine, die sind wieder 5 Schaden, ja. Da ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich sehe da nochmal eine Crop Rotation. Vielleicht spielt Alex ja ein Glacium Chasm. Nee, denn der Block geht nicht. Der Block geht nicht. Okay, dann wird Crop rotated. Ja, schade. Illegal Block, also Bombardiers haben auch noch Menace, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, da ist es Chasm. Das heißt, kein Schaden. Okay, da braucht es einen Oracle-Text. Verstehe.
Ja, das ist tatsächlich auf das alte Wording ist jetzt nicht so sinnvoll. You cannot attack and all damage dealt to you is reduced to zero oder so steht, glaube ich, drauf. Und ich glaube, das Neue ist einfach dann prevent all damage that would be dealt to you. Okay. Gut, dann ist es wohl so. Okay. Oh, da ist ein Shadow Spear auf der Hand. Jetzt habe ich ihn das erste Mal richtig gesehen auch. Das heißt, man könnte jetzt, das wäre dann 5 Lifelink. Richtig? 5 Lifelink. Da kann man schon Dinge tun damit. Es sind sogar 6 Lifelink. Ein kraftiges Cage ist dazugekommen. Es ist die Frage, was man mit der Chasm macht. Wahrscheinlich sterben lassen. Oder man nimmt nochmal 2, spielt den Shadow Spear. Ne, Alexander sterben lassen. Okay, da kommt noch ein Land. Das ist ganz gut. Dann kann man nämlich auch equippen. Da kommt der Shadow Spear. Jo. Okay, kein Equip, damit man die Mace aufrecht erhält. Okay, da waren 2 Muxus in der Hand von Goblins. Die machen halt jetzt. Können nicht gespielt werden, die machen relativ wenig. Glaube, ich hätte Equippen und Angreifen besser gefunden, muss ich sagen. Man, dann hätte man im Gegenzug 7 maximal bekommen. Ja, gut. Oder hätte nur einen blocken können, der dann vielleicht keinen Haste hat. Aber ja, gut. Jetzt wird wahrscheinlich equipped. Ich meine, irgendwann. Ja. 4, 5, 6, genau. 6, 6 Lifelink Trampel. Das ist dann schon gute Menge an Leben, die man da dazu kriegt. Ah, ich habe gerade nachgeschaut. Broadside Bombardiers können sich gar nicht selber sacken. Also, es ist ein Other Creature Bomb Artifact. Dann ist es tatsächlich einfach, ja. Ja, okay. Wieder was gelernt. Auf der Karte steht einfach so viel Text drauf, auf so einem 3-Mana-2-2er. Ja, aber ihr habt es mir bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, dass ich da falsch lag. Aber gut, seht's mal ein. Ich meine, ich und Goblins, keine Ahnung. Okay, da kommt eine City of Traders. 5 Mana. Das heißt, das ist wahrscheinlich. Das ist ein Ringleader. Oder das ist eine Matrone. Eine Matrone ist es. Das heißt, man tut tot für was. Dann ist aber noch ein Mana Floating, richtig? Jetzt bin ich gespannt. Das heißt, man kann einen One-Drop noch raussuchen. Das heißt, ein Mana Floating. Ich glaube, keine Handkarten mehr. Ah, doch, da oben liegen noch welche. Such nochmal eine Matrone. Okay. Das heißt, jetzt in dem Zug gibt es dann quasi nur Attack. Schießt die Matrone für 5. Was nicht das Schlechteste ist. Weil die wird halt geblockt. Also die greift ja eh nicht mit an, das heißt, die Bombardiers, die werden zurückgedreht. Genau, dann wird die Matrone geschossen. Ah, okay. Das hat der Goblin-Spieler
Weiß nicht, ob er schon reagiert hat. Weil die Maze verhindert ja auch jeden Schaden, den die Kreatur macht. Das heißt, muss man eigentlich vor dem Zurückdrehen machen. Ja, okay. Ich glaube, Alex versucht es zu erklären, ja. Dann drehen sie wahrscheinlich das Spiel zurück, weil das nicht ganz klar war, wie Maze of Eve funktioniert. Game is hard. Scheiße. Okay. Nachdem es resolved hat, sind wir uns einig, dass es nicht funktioniert, oder? Okay, es wird auf ein Construct geschossen. Das macht Sinn. Das macht natürlich Sinn. Dann müsste aber die Matrone trotzdem, der Goblin, der heißt nicht Goblin Bombardier, der Broadside Bombardier, das müsste ja trotzdem ungetappt sein. Okay, da wird nochmal angegriffen. Fahr eins mehr mit dem Ox Diamond. Gibt wieder live. Sollten dann wieder die 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. 17 wird wahrscheinlich relativ schwer zu bursten durch die, immer noch die 4. Die 4 macht so viel Arbeit in dem Deck gerade, also in dem Matchup. Schon erstaunlich. Das Goblin-Deck ist halt so gebaut, dass es genau mana-technisch genau passt und rauscurven kann. Okay. Bin gespannt. Das heißt, 6 Mana steht zur Verfügung. Das sind jetzt 4 für Magus of the Moon. Er verhindert dann zumindest Maze. Ist ja schon mal gut. Und auch sonstige Sachen. Alex hat mit seinem Landstick, glaube ich, keine Handkarten mehr. Aber die Broadside Bombardiers können entweder nicht angreifen. Ja, das ist jetzt komisch, gell? Wenn sie jetzt entweder jumpt der Magus dann, man geht auf 2, oder man hält beides zurück. Okay, bleibt beides hinten. Das war, glaube ich, nochmal ein Mox Diamond. Jo, da wird einfach angegriffen. Dann jumpen die Bombardiers. Okay, krass. Das heißt nochmal 6 live. Und Goblins geht auf 2, genau. So müsste es passen. Das heißt, diese. Man hat auch nur noch 4 Mana. Ich glaube, das wird eng. Ich glaube, das wird eng für die Goblins. Ja, wenn sie on the draw sind und gleich auf eine 4, das trifft halt viele Legacy-Decks. Spannend, spannend. Also, Spiel 3, das entscheidet, wer dieses Matchup für sich entscheidet. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, es ist echt draw-abhängig. Ancient Tomb, okay, Turn 1. Bin gespannt. Kommt ein Spirit Guide? Nee, okay, es kommt wieder eine Chalice of 1. Ich glaube, die Chalice of 1 ist schon okay gegen diesen grün-weißen Bild, aber auf 0, ja, man weiß halt nie, was auf der Hand ist. Wenn eine Exploration auf der Hand ist, dann ist es natürlich besser. Da wird eine Taiga abgeworfen. Und ich sehe Stage, zwei Bosei-Chus. Man hat eben die Saga, die viel macht. Da ist, glaube ich, eine Crop Rotation, die gerade geplankt wird. Turn 2 schon mal einen Saga-Token bauen, ist relativ stark allerdings, muss man sagen. Okay. Kein Land Drop. Okay, Gobela sagt Göchen und kriegt dann aber End of Turn noch ein Land. Spannend. Will also diese. Ist es auch eine Crop Rotation, die ich da gesehen habe? Ich meine, ein früher Token, also eine Marin Large, ist natürlich schon auch der absolute Killer in dem Matchup. Das muss man schon sagen.
Das sehe ich schon, ist Thespian Stage. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch Saga-Token bauen, enttappen und dann Crop-Rotaten, noch was raussuchen, Shadow Spear oder ein Kraftiger's Cage und dann Marid Large auf dem Board haben, richtig? Jetzt kommt aber erstmal Power. Jetzt haben die Goblins richtig, richtig Mana. 4 Mana. Jetzt bin ich gespannt. Okay, kein Sticker Goblin. Das ist tatsächlich jetzt nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Das ist nur ein Wortschief wahrscheinlich. Der kommt für 2 vorbei. Jo, fair. Dann auch interessant, dass man nicht traden wollte da. Okay. Bin ich gespannt, was mit der Saga passiert. Wir nehmen, glaube ich, mal einen Mana in Pool. Ja. Dann wird mit dem Search Trigger auf dem Stack wird gesacrificed. Man hat noch ein Colorless Floating. Das heißt, man kann auf jeden Fall eine Marid Large basteln. Okay. Nee. Wirklich eine Yavi Maya? Nee. Hätte mich gewundert, wenn es eine Yavi Maya wird. Nee, genau, da kommt die Dark Devs. Ja. Kommt mit Countern ins Spiel, mit 10 Stück. Slumber Counters sind es, glaube ich. Nicht, dass es relevant wäre. Und dann kann man noch was tutoren von dem Saga-Trigger. Da bin ich gespannt, ob es ein Shadow Spear, kraftiges Cage, was könnte man sonst so haben? Vielleicht eine Haywire Might, falls man nochmal von der. Wobei, wenn man schon die Chalice abgetragen hat, braucht man auch keine Might. Okay, Expedition Map. Einfach um nochmal, falls der Plan schief geht, nochmal reloaden zu können, ist auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, ich mag einfach gegen die Decks immer ein Shadow Spear zu haben. Okay, also ein Mana Floating. Dann könnt ihr nochmal Mox Diamond kommen. Okay, und man hat nochmal eine Crop Rotation auf der Hand. Genau. Dann hat man genug Mana und macht einen Marid Large Token. Das heißt, man kopiert die Dark Devs, behält die kopierte Thespian Stage, die hat keine Counter mehr auf sich, die triggert dann und dann wird ein Token gebaut. Okay, schauen wir mal, was Goblin machen kann. Oh, ich glaube, ich sehe da einen Muxus. City of Traitor into Muxus. Das könnte natürlich relativ Power aufs Board bringen. Da bin ich gespannt. Das heißt, die haben auch alle jetzt schon mal Haste. Da ist tatsächlich ein Muxus. Okay, schau mal. Schau mal, was getroffen wird. Blank. Nochmal einer. Bombardiers, Bombardiers. Heieiei. Okay. Das heißt, die zwei Bombardiers kommen ins Spiel. Broadside Bombardiers, das heißt, oh, das wird eng. Das heißt, man kann, wenn man, das sollte wahrscheinlich alles sein, wenn man jetzt angreift, die Bombardiers können einen Muxus schießen, der macht 8 Schaden. Den Goblin Warchief schießen, der macht 5. 5 plus 8 sind schon mal 13. Und das sind die einzigen, die geblockt werden können. 13 plus 2 sind 15 plus 2 sind 17. Oh. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, geht Lance hier auf ein Life. Das ist ein knappes Spiel und das sollte dann aber auch der Win für Lance sein, richtig? Außer es wird falsch geblockt. Ja, Block, Block, genau. Die zwei Menace-Typen kommen durch, die machen 4. Und dann kommen nochmal 8
plus 5 dazu. Ja, und dann geht man auf 1. Genauso ist der Plan. Krasses Match. Okay. Habe ich mich verrechnet? Sie machen es noch. Genau. 5? Oder wurde einfach nicht gerechnet? Kommt noch ein Vor, irgendwie ein Spike? Nee. Das sollte es sein. Und dann kommt der 2020er. Okay. GG. Lance gewinnt. Okay. Cooles Match. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.